jetzt müssen wir zu Haus Vulkan zurück. Der Filter lässt sogar singen wie eine Disney-Prinzessin. Krass, ne? Der trinkt auch Evi bei der anonymen Alkoholikerin. Ey, ja, na, die können sich halt zwischendurch halt heilen, ne? Das ist richtig böse. Richtig böse. Eine Frage. Hier stand ja, wie hieß er denn nochmal gleich? Hier stand doch Dialos. Wo ist denn der? Wo ist der hin? Warum ist der nicht mehr hier? Wo steht der jetzt? You're still alive, I see. Ihr habt übrigens gleich Werbung, Leute. Well, until we meet again. Für die, die keinen Zap haben. Ja, Resi, sind wir mal durch und haben jetzt sogar mit The Last of Us angefangen. Ach, cool. Also hat das doch funktioniert, oder was, dass ihr noch Last of Us spielen konntet? Das freut mich ja, dass das geklappt hat. Last of Us ist auch so ein Game, was ich gerne mal zocken würde. Aber ich glaube, ich will danach dann Detroit Become Human erstmal zocken. Ich sehe, dass du stayed the path of champions. This is your usual reward. Please, take it. Kamir der Räuber? Perhaps you are ready. Might you see our Lord? Our Lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit, treading the path of champions. Nein? Soll ich den jetzt schon aufsuchen? Sollen wir da jetzt ja sagen oder nein? Was steht in meinem Guide? Lade neu, um einen neuen Auftrag von Tanith zu erhalten, nachdem und rede mit ihr. Lade neu, rede mit Tanith, um gegen Rickard zu kämpfen. Aber eigentlich können wir das theoretisch ja schon machen jetzt, ne? Weil wir haben, glaube ich, alles soweit fertig. Außer das mit Bernal. Müsste Bernal nicht, besiege ihn und rede mit ihm im Haus Vulkan. Besiege Rickard und rede mit ihm. Doch, wir müssen, glaube ich, alle töten, ne? Da stand der kleine Bruder von dem Dude, den du gerade gekillt hast. Und der sucht nun einen neuen Sinn im Leben. Der ist nun im Dorf der Töpfe. Ach, das war der kleine Bruder von dem anderen Typen? Wenn du Sorayas Quest noch machen willst, solltest du noch warten. Aber bei Soraya, also du meinst Ria, ne? Das habe ich bisher aber eigentlich auch weitergemacht. Hier steht halt jetzt, dass wir den Miniboss im Haus Vulkan besiegen sollen und mit Raya reden sollen. Rede mit Tanith, um einen Trank zu erhalten. Raya ist jetzt im Innern des Dungeons, ein kleiner Raum mit Lavagrube, hölzerner Aufzug neben dem Tempel des Eglees. Da müssen wir wahrscheinlich erst noch langlaufen, wa? Also ich sag dann mal erstmal nein, dass wir den noch nicht aufsuchen wollen, okay? I see. Well, I cannot make you take the leap, but do know this. Die würde uns theoretisch dahin porten wahrscheinlich, ne? Oder irgendwie so hinbringen. In order to defy this debasement and rise up against the Erdtree, like a true recusant of the Volcano Manor. Aber wir kriegen jetzt auch keine Dings mehr, ne? Keine Quest? Und sie sagt uns ja... Also wir kriegen keinen Attentat mehr, ne? Die haben wir jetzt, glaube ich, alle fertig gemacht, die Aufträge. Die Attentataufträge. Und mit Bernal können wir halt erst reden. Den haben wir schon besiegt, aber können wir erst wieder was machen, wenn wir da weitermachen. Also wir könnten jetzt mit Raya fortführen. Da müssten wir dann wahrscheinlich in diesen geheimen Gang gehen, weil sie uns immer sagt, dass sie diese Schlange hört. Aber wir gehen jetzt einmal zur Gefäßburg. Da meintest du, sind die jetzt, oder was?
Im Dorf der Töpfe. Bist du sicher, dass der hier ist? Können wir mit dem Gefäßkind eigentlich noch mal reden? Oh, hello again, Kaz. Have you heard? A new potentate's come to the village. I think he said his name was Dialos. He seems a little down in the dumps, but his hands as smooth as silk. Die Hände sind zart wie Seil. Okay. I don't know. I'm a little disappointed, actually. Even though good Sir Dialos has a wonderful suit of armor, he says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Dialis's smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong. Okay, wo ist der denn jetzt? Aber als wir mit dem im Haus Vulkan gesprochen haben, hätte ich niemals gedacht, dass der hierher geht, oder? Also haben wir da irgendwie eine Info bekommen gehabt, dass er hierher gehen wollte? Vor allen Dingen sieht man den jetzt hier irgendwo? Bin ich schon an ihm vorbeigelaufen? Weil warum sind hier auch die ganzen... Wir haben den noch nicht entdeckt. Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er. Well, aren't you full of beans? No wonder you're covered in muck. Der kümmert sich wirklich richtig um die Kleinen. Das ist ja süß. Okay, warte, ich muss mal meine Lampe anmachen. Das ist ein bisschen dunkel hier. Süß. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say, you caught me a rather ist ein kleiner Fetisch, as you see, kleine Kinderfüße anzufassen. Volcano manner, forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. Wenn der wüsste, dass wir im ersten Run die ganzen Gefäße hier getötet hätten, haben. Oh oh, da würden wir Ärger kriegen von ihm. A fool I may be. I can look after some simple jars. Do you pity me? Okay, aber sonst können wir mit dem jetzt nicht großartig was machen, wa? For the first time in my life. Es ist ja schön, dass er sich auf jeden Fall auf dem rechten Pfad fühlt. Ich rede mal nochmal mit dem Gefäßkind. An der Stelle immer wieder mit ihm reden und dem Neffen von Alexander reden und neu hinreisen. Dann kommt man noch ein paar, dann kommt nach ein paar Mal dann sein Ende. Jetzt hier hintereinander einfach oder dass man auch in der Geschichte irgendwie noch was voranbringt. Okay, der sagt jetzt immer wieder das Gleiche. Reisen wir nochmal hin. Das ist halt nämlich die Gefahr bei Elden Ring, dass man dann halt nicht oft genug hierher läuft und dann halt nicht weiter vorankommt irgendwie und denkt, dass das wär's dann gewesen und dann levelt man da noch ein bisschen weiter und questet da und dann überspringt man halt einfach Sachen. Okay, hier passiert nichts. Neu hinreisen, wieder reden, bis was passiert. Also bis jetzt sagt das Gefäßkind das Gleiche. Kann auch sein, dass sich vielleicht dann erst was ändert, wenn wir den, den Rickard getötet haben. A fool I may be. Ja, I can look mehr geht some nicht. Simple jars. Do you pity me? Well, don't. Du merkst, wenn sich was ändert. Okay. Vielleicht auch mal nachts oder so? Hat nichts mit Rickard zu tun. Oder mal vielleicht nur an die Gnade setzen. Das kann auch sein, ne? Smooth and silky. Ich setze mich mal nur an die Gnade dran. Vielleicht das. Und Hoshi, danke schön für deine Community-Punkte.
Vielen lieben Dank, mein Guter. Merci, merci. Okay, hat er sich da hinten bewegt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Beachte mich gar nicht. Ich bin nur Einbildung. Okay. Ich habe nichts gesehen. Nichts gesehen und nichts gehört. Okay, hier passiert nichts. Vielleicht muss ich aber auch erst zu einer anderen Gnade wieder. Er fummelt da immer noch rum an dem. Aber jetzt sind Nachrichten da. A fool I may be. I can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. Hm. Kann ich es nochmal machen? Meinst du, da ändert sich wirklich was, Wolfsgebiet? Also ohne, dass ich... Wie oft sind wir jetzt hier schon hergereist? Dreimal? Oder muss das wieder eine richtige Reihenfolge sein vielleicht? Gefäßkind ist weg. Oh, alles ist kaputt! Ich war das diesmal nicht! Ich habe damit nichts zu tun! Ich war das diesmal nicht! Ich war das dieses Mal, war ich es nicht. Will ich sagen. Ich war es nicht. Ach du Scheiße. Oh nein, ist der wütend geworden? Hat er einfach alle abgeschlachtet? Oh, Slatra, the enemy. No! Das Gefäßkind war es. Es war wütend. Oh. Cuz, I'm glad you came. But we're fine now. Dialos fought the poacher, though quite a lot of us got broken. Oh nein, da liegt er ja! I'm a warrior, Jar. A warrior. Oh fuck. Das hätte ich sein können im ersten Run. Oh nein, guck mal, der liegt hier. Oh nein, ist er jetzt tot? Och, das ist doch ein Scheißspiel. Warum sterben hier immer alle? Das ist ja wie in so einem, das ist ja wie in so einer Serie, wo du so Lieblingsleute hast. Da sterben die alle nacheinander. Das warst du im ersten Run. Wirklich? Das war wirklich ich im ersten Run. Ich war selber ein Wilderer. Wie böse. Ah, you. The jars. Are they all right? Did I defend them? Ich sag, ihr habt sie verteidigt, ja? Hat er ja eigentlich auch, nur sie sind trotzdem gestorben. Then all is well. This fool proved his worth. In the end. Oh. Gibt er mir gar nichts? Kriege ich... Guck mal, bei dem kann man theoretisch... bei dem kann man drauftreten. Das ist nicht wie der andere Gott. Für Luther Neulan. Okay, okay, okay. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. Oh. The tale of House Och, ist das traurig. Aber sie haben ja das Gefäßkind erst mit dem Update hinzugefügt, ne? Auch die Geschichte dann von Dialos? Ne, wie heißt der nochmal? Dialos? Dialas? Dialos. Oder gab's den vorher noch gar nicht? Stand der einfach dann nur immer tafelhundfest rum. Das Ende von dem kleinen Topf ist aber auch nicht da. Das ist maskaber. Makaber. Wie, das ist noch nicht da? Kommt das noch oder was? Welche Quest ist das? Hatte die gar nicht. Das ist die Quest vom Gefäßkind. Das kam, glaube ich, mit einem Update irgendwann hinzu. Und das sitzt immer hier oben bei dem, bei der Gefäßstadt. Und da ist auch Dialos, den man sonst immer in der Tafelrundfeste... Nee, hat man den in der Tafelrundfeste gesehen? Wo stand denn der immer? Der stand nicht in der Tafelrundfeste. Wo haben wir den denn das erste Mal gesehen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Kümmert er sich jetzt um den? Oh, es ist bitter. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be.
Okay. Bin ich gereist? Ich reise. Wenn du Alexanders Quest beendet hast, musst du ja nochmal zum kleinen Topf. Ja, der wird wahrscheinlich... Also, ich muss sagen, ich hätte zum Beispiel Alexander, genauso wie auch Blade, damals habe ich die im ersten Run ja nicht getötet. Und ich hätte das, glaube ich, auch im zweiten Run eigentlich nicht so gerne gemacht. Aber es ist ja von der Quest vorgeschrieben, dass man das macht. Dialos Maske. Wir haben noch mal eine Blütenpeitsche gekriegt. Dialos Maske. Eine Replik des Silberhelms mit Blumenverzierung. Oh, stimmt. Das ist ja fast wie das. Ein Replikat. Ah, allerdings ohne den Doppelschweif. Dialos Hoslos, älterer Bruder, war ein wortkarger und ernster Mann. Durch all seine Errungenschaften wirkte er regelrecht unnahbar. Also wollte es der jüngere Bruder dem älteren gleich tun. Er sehnte sich nach dem Tag, an dem er die Geschichte von Haus Hoslo in Blut schreiben würde. Im vollen Bewusstsein, damit das Herz seines Bruders zu brechen. Damit das Herz seines Bruders zu brechen. Aber das ist ja auch ein bisschen wie Alexander und das Gefäßkind, ne? Das Gefäßkind will ja auch Alexander nacheifern. Fun Fact, der Kleine steckt gerade Teil von ihm in sich rein. Ja, ja, natürlich hat er ja Teile in sich reingesteckt. Das muss er ja machen. Beziehungsweise das hat der Alexander ja auch gemacht. Der hat ja auch sozusagen... Opfer immer in sich reingesteckt, damit er, glaube ich, stärker wird oder so, ne? Thanks for coming back, cuz. I've been thinking. It's time for me to set out on a journey. As a warrior jar. Upon the path of champions. I'm about to go on a journey. As a warrior jar. In search of glory. Aber wo will der denn hinreisen? Vor allen Dingen, wenn ihr sagt, dass man hier wieder zurückkommen muss. Jetzt müsste er ja weg sein. Oder? Nee, sitzt da noch. Mal vielleicht rasten? Immer noch da. Der geht irgendwo hin, bis du ihm was von Alexander gebracht hast. Erst danach ist er dann weg. Ah, okay. Also, naja, dann müssen wir wahrscheinlich Alexander töten, kriegen dann wahrscheinlich irgendeine Scherbe oder so und geben die ihm dann und sagen, hier, Alexander wollte, dass wir ihn bekämpfen, weil er gegen einen großen Krieger sich messen wollte und er hat aber verloren und sozusagen jetzt wachse durch ihn oder irgendwie sowas. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Oh, es ist traurig, ey. Oh Gott. Komm, mir gleich Tränen in meine Augen. So. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wollen wir das dann theoretisch mit Raya weitermachen? Und Foxy, danke für den Lurk. Vielen lieben Dank dir. Korrekt. Du gibst dem Neffen die Innereien seines Onkels, wie ich sagte. Das ist echt makaber. Ja, aber so ist halt das von diesen Gefäßtöpfen, ne? Die leben da halt dann in ihren Vorfahren sozusagen ja weiter. Und Daniel, danke schön für die Community-Punkte. Vielen lieben Dank dir. Danke, danke, danke für den Support. Ach so, bezüglich heute Abend mit Green Hell. Also ich glaube schon, der Chris würde bestimmt sehr gerne Green Hell spielen. Aber heute ist bei Epics der letzte Tag vor dem Split und da ist Olympus. Und ich würde natürlich gerne heute lieber Epics spielen. Ja, darum, weil ich das Wort habe und das Wort ist Gesetz, spielen wir wahrscheinlich eher Epics. Someone please kill him. That horrendous serpent. Praetor Rykard. You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. Then please kill the great serpent. The one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent-slaying spear in the Lord's
its chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Chris wird sich für mich entscheiden, das wirst du schon sehen. Abgelehnt, Evi! Hast du eigentlich beide Varianten von Alexanders Talisman? Ich glaube tatsächlich nicht. Ach siehst du, ich habe ja noch dieses eine Ding vorhin bekommen. Das hier. Regeneriert Lepel beim Siegen von Gegnern. Talisman mit dem strengen Antlitz von Praetor Rikard, Herr von Haus Vulkan, regeneriert LP beim Siegen von Gegnern. Als Rikard der Ketzerei verfiel, wurde Gewalt an sein neues Mantra. Warum nicht auch dem Weg der Götter folgen? Wo ist denn der Talisman von Alexander? Und Hallöchen, Abuka! Die fehlen beide Varianten, oh je! Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe halt bei Alexander damals, den habe ich nicht getötet. Also, ich habe halt die Quest wirklich mit dem weitläufig gemacht und habe den dann in Farum Azula auch getroffen, aber da habe ich gar nichts irgendwie bekommen, weil ich den halt nicht getötet habe. Alle gegen Evi, was ist denn da los? Ja, sind alles Schweine. Alles Schweine. Ich bin nicht gegen Evi, nur der Chris ist für mich. Lüge! Wie sieht denn das Talisman von Alexander aus? Der, die das Talisman. Doch, das hier, oder? Ist das nicht das? Ist das nicht... Hallöchen auch Instantly Fire. Schön, dass du da bist. Ist das nicht der Talisman? Mit dem Gefäßtopf? Oder meinst du einen anderen? Weil ich wüsste jetzt nicht, welchen du meinst. Guck mal, den habe ich auch schon wieder doppelt. Das ist eigentlich auch ein bisschen dumm gemacht. Ich finde, sie müssten da dann einfach eine 2 oben reinschreiben. Dass man das halt nicht alles doppelt und dreifach kriegt. Ah, okay, also. Praetor Rikard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity. Sieht wie ein kleiner Topf aus. Ne, danach habe ich das, glaube ich, echt nicht. Und heilig im Bullet Bomber. Zerstör doch die Doppelten einfach. Nee. Mach ich nicht. Dann zerstöre ich nachher was ich noch brauche, vielleicht. Someone must kill him. Wer ist denn das hier jetzt gerade? And his ambitions from further dishonor. Das sieht bald aus wie Bernal, aber das ist nicht Bernal, oder? Worthy tarnished. Schnauze. Okay. Also ich würde sagen, wir machen das, glaube ich, jetzt mit Raya erst weiter, oder? The serpent that lurked in the shadows that night. It entered the room next to this one and never came out. Perhaps the manor yet holds some secrets. If you discover anything, would you please share? Muss ich da nicht nochmal mit dir reden irgendwie? Also wenn du Alexander am Ende seiner Quest tötest, bekommst du die starke Version eines Talismans. Nee, habe ich ja nicht gemacht. Mitsamt Beschreibung, dass er Radahn verputzt hat. Wenn du ihn tötest vor dem Ende seiner Quest, nur die schwache Version. Mit der starken Version zusammen bekommst du auch die Innereien für den Neffen und den Talisman des Neffen zu bekommen. Und dann das... Neffen wirst du lieben und nie wieder ablegen. Okay. Nee, aber wie gesagt, ich habe den ersten Talisman nicht, weil ich Alexander davor nie getötet habe. Und den zweiten halt auch nicht, weil ich halt einfach da nicht großartig den nicht töten wollte. Ich habe ja auch Blade im ersten Run nicht getötet. Hab ich ja auch nicht gemacht. Ich bin gerade am überlegen, müssen wir hier jetzt lang, damit wir dann zu dem Boss kommen, oder? Ich weiß nicht mehr, wie das hier unten jetzt aussah. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang. Wir müssen hier runtergehen, ne? Aber kommt man da schon gleich zum Boss? Nee, ne?
gierig. I was gierig. Eigentlich müssten wir, glaube ich, nochmal mit ihr reden. Oder ich darf nicht reisen. Ich muss zurücklaufen. War das so? Begleitergefäß heißt der dann. Ich glaube, ich muss... Kann es sein, dass ich zurücklaufen muss? Weil ich glaube, ich bin beim letzten Mal gereist, ne? Ich laufe mal diesmal zurück. Klopf, 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 klopf. Das war nicht der richtige Weg, oder? So, dann gucke ich mal, ob ich mit ihr reden kann. The serpent that lurked in the shadows that night. It entered the room. Okay, da muss ich wahrscheinlich doch durchgehen. Ich wollte gerade was schicken zu den Talismanen, aber Twitch sagt, ich darf dir nichts flüstern. Ja, ich habe das irgendwann ausgeschaltet, damit mir jemand schreiben kann. Aber ihr dürft natürlich gerne auf dem Discord was schicken. Wenn das jetzt natürlich hierzu passt. Darf ich hier durchgehen? Ja, ne? Ich glaube, hier kommen wir nicht zum Boss, ne? Ne, hier kommen wir nicht zum Boss, okay. Oh, stimmt. Ich kann mich erinnern. Hier war ja was. Aber muss ich jetzt mit ihr reden? Welcher ist denn der Miniboss im Haus? Der da oben wahrscheinlich, wa? Die Götterskalpe, ist das der Miniboss? Das wird der Miniboss sein, glaube ich, ne? Von Haus Vulkan? Überlegt, muss ich jetzt die ganze Zeit oben auf den Dächern langlaufen? Eigentlich nicht, ne? Dann mit Tennis reden für den Trank. Jetzt musst du Raya sagen, was das Geheimnis ist. Achso, dass es hier unten noch weitergeht, oder was? Okay. Wussten die das nicht, dass es hier unten noch mehr ist? Wie dumm sind die denn? What the fuck? Aber wenn ich mit ihr rede, dann kriege ich jetzt nicht den Trank sofort wieder, oder was? The serpent. Nee. Kann mit der nicht reden. Ich glaube, ich muss echt erst den Miniboss machen. Obwohl, vielleicht kann man es ihr jetzt sagen. Ah, von Haus Vulkans dunkler Seite erzählen. Really? Oh, so there was a secret after all. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace of a king? Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace... Ich bin beim Vlog. Jetzt wird gekocht. Daniel, was gibt's denn Leckeres bei dir? Lass dir schmecken. Won't you consider having an audience with our Lord? Our Lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit, treading the path of champions. I see. Well, I cannot make you take the leap, but do know this. To follow the path of valor, an audience with our Lord is essential. In order to defy this debasement and rise up against the Erdtree, like a true recusant of the Volcano Manor. Okay, mit der kann ich gar nicht mehr anders agieren. Du kannst ihr das Geheimnis sagen? Dann musst du den Götterskalpe besiegen und das Item dort einsammeln. Okay. Also müssen wir jetzt einmal komplett durch Haus Vulkan erstmal durch. Zeigen, dann geht sie weg.
Dann den Trank von Tenefohlen und naja, eins von drei Enden wählen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, was ich dann machen will. Aber da bin ich mir noch nicht so 100% sicher, ob das so klappt, wie ich mir das dann vorstelle. Ich wollte hier gar nicht runterfallen. Putengeschnetzeltes? Oha! Sie schmecken sich gut an. Und falls sich Chris für dich entscheiden sollte, Daniel, dann sag mir mal rechtzeitig Bescheid, bitte. Oder man macht halt Hälfte, Hälfte, so ein bisschen so und so. Ah, ich weiß ja nicht. Warte, der kommt da durch. Oh, fuck you. Ich wusste nicht, dass der da durchpasst. Ich dachte, ich wäre hinter der Tür safe. Heilige Scheiße. Spare Ribs sind auch mega. Der Chris hat sich jetzt vor ein paar Tagen auch so Spare Ribs gekauft. Die haben wir jetzt aber erstmal eingefroren. Weil er sich gestern, glaube ich, so Hähnchen, wie heißen die denn, so Hähnchenwings gemacht hat. Können wir aufhören, von Essen zu reden? Ich bin am Verhungern, aber ich muss mir den Hunger für die Spare Ribs heute Abend aufheben. Nein, hier wird laufend über Essen gesprochen. Ich habe noch meine Äpfel, die ich erstmal snacke. Der ist ja wabbelig. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Was? Eigentlich meine Lampe schon wieder aus. Was ist das hier schon wieder? Wo ist schon wieder meine Lampe? Ich bin auch am Verhungern. Ja, ja, Judinurus. Am Verhungern. Nach 20.000 Packungen Lasagne und Kräuterbutter-Baguettes. Ach, übrigens, wir haben uns gestern wieder so eine Too Good To Go-Box geholt. Und waren da tatsächlich bei einer Bäckerei und Konditorei diesmal. Ey, ihr glaubt gar nicht, was wir diesmal bekommen haben. Aber es war diesmal ein bisschen teurer. 5 Euro hat es gekostet. Und wir haben Sachen im Wert von 15 Euro gekriegt. Erstmal eine Brötchentüte mit 6 Brötchen. Und dann waren da tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5 Stücken Torte noch bei. Oh, übelst lecker. Das war schon angenehm. Chris gestern Abend ein Stück Schokotorte gegessen.
Man sieht halt auch einfach legit gar nichts, ne? Guck mal, der blutet sogar. Ich glaube, der hat seine Periode bekommen. Gruselig! Ich wäre auch froh, wenn bei mir überhaupt wer liefern würde. Hat Chris auch wenigstens ein halbes Stück Torte bekommen? Der hat sogar ein ganzes Stück Torte gegessen und noch ein bisschen was von meinem. Und das andere hat er sich, glaube ich, mit zur Arbeit genommen. Das war irgendwie so eine Nussecke. Und dann ist jetzt noch ein kleines Stück Torte da und noch irgendwas anderes. Ja, dann waren es tatsächlich 5 Sachen. Übelst nice. Oh. Oh, damn it! Hihihi, Gambi! Was ist hier denn noch in dem Raum drin? War ich hier schon? Hier ist ja eine Gnade. Leute, ich glaube, das habe ich damals gar nicht entdeckt, wa? Kann es sein, dass ich das gar nicht entdeckt habe damals? Bin einfach durchgerannt. Ich erinnere mich noch an die Donuts. Donuts ist was anderes als Torte, muss ich sagen. Donuts sind halt kleiner und irgendwie leckerer, finde ich, als so ein Stück Torte. Torte macht immer so satt mit der ganzen Sahne und so. Fetten Durchfall von der Sahne. Wo geht's denn hier hin? Ah, jetzt bin ich hier unten. Ah, ich habe total die Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich hingelaufen, wo ich hinlaufen muss. Du nennst mich an, was, Evi? Ich habe noch eine Benjamin-Blümchentorte. Die gibt's doch nur zum Geburtstag. Kannst du doch nicht einfach so snacken. Benjamin, du kleiner Elefant. La 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 la. Terror! Benjamin, du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Benjamin Blümchen. La 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 la. Ich glaube, wir müssen hier unten lang. Brauche einfach mir eine neue zum Geburtstag, erfährt ja keiner. Das stimmt tatsächlich, ja. Ey, das war bei uns vor einer Weile richtig krass. Da hast du einfach keine. Aua! Au, 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 heiß, 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 heiß. Da hast du einfach keine Benjamin-Blümchen-Torte bekommen. Das war einfach ausverkauft. Richtig bitter. Die arme Evi hatte fast gar keine Benjamin-Blümchen-Torte für ihren Geburtstag. Du elende Drecksau, dich habe ich genau gesehen, wie du da hinter der Ecke standst und gegeiert hast. Hier muss ich, glaube ich, hochfahren, ne? Oder? Oh, damn it! Von deiner Meisterin. Du mieses Schwein. Stimmt, da ging es runter, glaube ich. Und hier ging es, glaube ich, hoch, ne? Ja. Wo hast du denn den schicken Helm gefunden? Ich finde den irgendwie nicht. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, Buchmord. Also, ich habe irgendwann halt ein Kürbisköpfchen getötet und habe daher halt den Kürbiskopf gekriegt. Also, am besten ganz
ganz interessiert meine Let's Plays schauen auf YouTube. Da wirst du früher oder später dann finden den Helm, wenn ich damit rumrenne. Weil seitdem ich den dann gefunden habe, habe ich den auch nur noch aufgesetzt. Aber das kann ich dir leider gar nicht genau sagen, wann ich den wo... Aua. Wann ich den wo bekommen habe. Wir wissen es jetzt. Und glaub mir, wir petzen das Kala Kolumna. Ich mochte als Kind die Pumuckl-Torte viel mehr. Die habe ich nie gegessen. Ich fand immer die Benjamin-Blümchen-Torte am geilsten. Aber Pumuckl, was hatte denn Pumuckl für eine Geschmacksrichtung? Ich mochte halt gerade dieses Erdbeerige immer. Mittlerweile gibt es ja so viele unterschiedliche Sorten. Frozen... keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Das ist ja... Minions gibt es auch. Obwohl das ja eher so Zitrone ist, ne? Schoko war das. Ja, okay. Ja, da war ich dann raus. Was will denn der Automod? Keine Ahnung, der spinnt manchmal. Benjamin Blümchen-Torte ist tatsächlich, oder allgemein so diese Geburtstagstorten, die sind wirklich so richtig Kindheitserinnerungen. Also wenn man die noch isst heute, da kann man wirklich in Erinnerung schwelgen. So, dann gehen wir mal drüben einmal kurz rüber zur Gnade. Ach, weißt du was? Ich reiß da einfach hin. Ich bin ein kleines, faules Stück Scheiße. Ich hab... Was? Würde schon sagen, kann ich da nicht hinlaufen? Ich spawn mich da drüben einfach und dann laufe ich hier rüber. So. Und vor allem die leveln wir mal. Wir haben 408.000 Ruhm dabei. Und das mache ich jetzt einfach in... Keine Ahnung. Geist. So. Einfach irgendwo reingebatscht. Jetzt ist der Weg für uns hier oben frei. Sehr schön. Das wäre auch bitter, ne? Wenn du theoretisch das auch noch zurücksetzen würdest, wenn du dich an die Gnade setzt. Das wäre richtig böse. Der spammt mich hier einfach zu. Der ist ja frech, der Bot. Kommt jetzt diese Götterskalpe hier, ja, ne? Oh ja. Lappen so. Bam. In your face. Das nenne ich mal einen Faltenrock. Der sieht tatsächlich auch richtig witzig aus, wenn man den anzieht. Ich glaube, wir haben von dem ja auch die Rüstung bekommen gehabt. Ist es das hier gewesen? Ja, ne? Das sah natürlich bei ihm viel geiler aus als bei uns, ne? Vor allem die Gesichter da drauf. Das ist auch so creepy und gruselig. Ah, den Bauchnabel hinten finde ich immer am geilsten. Obwohl, es könnte auch ein kleiner Hoden sein. Oder eine Nase? Ne, das sind schon Haare dazwischen, oder? Ist auf jeden Fall nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall nicht, gehört nicht zu meinen Favoriten. Pfui! Sage ich dazu nur. Pfui! Vor allem sind die Klamotten aus Menschenhaut gemacht. Ja, genau so sehen die auch aus. Richtig gruselig. Wobbelt das auch, wenn du hüpfst? Oh, das können wir mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich schon, ja. Okay, wir haben jetzt dieses Schlangenamnion gekriegt. Und das Schlangenamnion müssen wir wahrscheinlich dann der Reiher geben, ne?
wie so ein feuchter Lappen hängt er darunter, ne? So. Genau, das bringen wir dir jetzt. Das Schlangenamnion. Ach, das können wir tatsächlich auch noch lesen. Ich habe das ja beim letzten Mal eingesammelt gehabt und ich wusste tatsächlich nicht, was ich damit machen sollte. Ihr habt dann irgendwie irgendwas geschrieben gehabt, dass ich das irgendeiner Tochter geben soll. Und ich dachte nur so, welche Tochter? Ich habe gar keinen Plan, weil wir das ja mit Raya nie gemacht haben. Das ist so ein Amnion aus dem Leib einer Mutter, die das arme, ungewollte Ergebnis eines widerwärtigen Geburtsrituals austrug. Trocknet niemals aus und bewahrt sich seine Feuchtigkeit bis in alle Ewigkeit. Ist das denn theoretisch das Kind von Tanith? Oder wie? Und Rhea ist sozusagen nur angenommen worden als Waise? Oder wie soll man das verstehen? Aber dann ist halt die Frage, warum kann sie sich dann auch verwandeln? Oder? Lady Tanith, my own mother has deceived me. Was I not born by the grace of a king? Schlangenamnion überreichen. What is this? What is this? I remember this sense distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born. Inside this. Warum mag das denn so? Of my birth, mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith. One day, I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. Okay. Und dann ist theoretisch Raya im Innern des Dungeons. Welcher Dungeon? Ein kleiner Raum mit Lavagrube. I want to know how. Keine Ahnung, wo wir die dann finden. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal mit Tanith reden, ne? Wegen des Trankes oder kommt die erst, wenn wir den Dings getötet haben? Weil ich glaube, es kommt jetzt immer wieder die ganze Zeit, dass wir diese Audienz beim Fürsten kriegen. Also kriegen wir den Trank hier noch gar nicht. Oder sollen wir? Ach, sie muss erst weg sein. Okay. Reicht es, wenn wir uns ransetzen an die Dings, oder müssen wir reisen? Okay, sie ist weg. Klopf, 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 klopf. Won't you consider having an audience with our Lord? Our Lord will no doubt welcome you. Noch nicht den machen, sonst ist vorbei. Okay. Treading the path of champions. I see. Well, I cannot make you take the leap, but do know this: to follow the path of valor, an audience with our Lord is essential in order to defy this debasement and rise up against the Erdtree like a true recusant of the Volcano Manor. Nee, wir können nicht mehr mit der reden. Wir müssen, glaube ich, Raya jetzt wirklich erst da in dieser kleinen, in der Lavagrube dann finden. Irgendwo. Oder? Ich kann nochmal mit der reden, mit der Tanith. Aber ich glaube, da kommt jetzt immer nur das Gleiche, dass wir halt diese Audienz bei dem Fürsten bekommen. Ich glaube, die Raya, die hat sich jetzt selber auf den Weg gemacht und will halt herausfinden, wie sie da halt geboren wurde, ne? Wie sie das ja auch gesagt hat. Gesundheit, dankeschön, ihr Lieben, vielen Dank. Ne, wir kriegen das immer wieder mit der Audienz. Our Lord will no doubt welcome you.
another kindred spirit. Du kannst versuchen, dich porten zu lassen und dann einfach wieder weggehen. Solange du Rickard nicht tötest, ist ja auch alles gut. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich suche die jetzt halt erstmal da irgendwo. Oder meinst du, das geht jetzt? Weil das mit dem Trank kommt noch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wo die sein soll. Also steht, ist jetzt im Innern des Dungeons. Das ist der Dungeon wahrscheinlich, ne? Ein kleiner Raum mit Lavagrube. Vielleicht hier unten irgendwo. Ich kann dich zu ihr führen, wenn du magst. Aber ich werde dich schon irgendwo finden. Ich glaube halt, ich muss da drüben nochmal hin und dann aber runterfahren. Das könnte ich mir vorstellen. Ich finde es halt nur komisch, dass wir halt jetzt da diesen Trank nicht bekommen von ihr. Oder müssen wir hier links vielleicht runterfahren? Aber links kommen wir, glaube ich, eh noch nicht weiter, ne? Hinterm Götterskalbe-Boss musst du noch weiter. Also nicht da runterfahren, sondern hier links dann eher. I'm coming for you! Hier kurz noch mal ran. So. Ey, jetzt klopfen die da wie die Verrückten. Klopf, 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 klopf. Hier runter? Vorne gleich irgendwo sein, oder? Ich glaube, den Fahrstuhl konnte ich eh noch nicht benutzen, ne? Den muss ich, glaube ich, von unten erstmal aktivieren, damit ich da überhaupt hoch und runter komme, glaube ich. Hier runter hüpfen. Kommt nicht hier auch gleich wieder irgendein Monster oder so? So ein Bosskampf? Ich frage mich, dass das so krass, dass da die Lava nicht eindringt in die Fenster da. Das finde ich schon irgendwie faszinierend gemacht, muss ich sagen. Oh, nee! Ja, fahr in die Lava. Kill yourself, bitch. Ich habe das Game viel zu viel gespielt. Ich kann einfach auswendig das Navi spielen für Quest und Order auf Suche. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Nee, das ist doch cool. Ich finde das immer... Also das zeigt ja, dass dir das Spiel extremst viel Spaß gemacht hat und dich super viel interessiert hat. Warum soll man sich dafür sowas schämen? Ich finde das mega cool, wenn man das kann. Und wenn man weiß, wo man da hingehen muss. Weißt du halt nicht, wo wir die finden können, ne? Da können wir auch runterspringen, theoretisch. Ist der uns schon hinterhergekommen? Nee, ne? Da steht da, der kleine Wurmi.
Spiel macht Spaß. Arbeite gerade daran, meinen Main-Char zum Dia-Char zu machen. Wie geht das denn? Also noch über Platin oder was? Aha, hier ist der Aufzug. Nee, hä, hier geht's runter? Ach doch, Götterskalpe. Ist hier, oder? Ja, okay. Hä, mega verwirrend. Warum ging das jetzt... warum ging das jetzt runter und nicht hoch? Okay, wir sind ja auch hochgelaufen, ne? Ist das verwirrend, ey. Mega verwirrend. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich da nicht zu weit laufe. Na, Bruno? Oh, hast du schon wieder ein bisschen Nasenbluten? Der Bruno hat schon wieder Nasenbluten, Leute.